Liebe Rüsselsheimerinnen, liebe Rüsselsheimer, 75 Jahre, wir feiern einen Geburtstag, und zwar der Geburtstag des Grundgesetzes. Das Grundgesetz ist eine große Errungenschaft, eine kulturpolitische Errungenschaft, weil es ist die Basis unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens. Es ist auch die Basis, auf dessen wir in Rüsselsheim Kommunalpolitik machen, weil alles von der Grundstruktur ist im Grundgesetz festgelegt. Das seit 75 Jahren mit nur sehr wenigen Veränderungen. Wir wissen, das Grundgesetz kann nur mit einer Zweidrittelmehrheit verändert werden. Was gar nicht geändert werden kann, und das ist auch gut so, sind die Grundrechte. Was sind Grundrechte? Die Grundrechte sind Freiheitsrechte. Freiheit des Einzelnen gegenüber dem Staat. Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, Versammlungsfreiheit, Religionsfreiheit. Nur um einige zu nennen. Das ist unsere Basis. Aber das ist keine Selbstverständlichkeit. Leider gibt es auch bei uns Menschen, die gegen das Grundgesetz agieren, die gegen die Freiheitsrechte sind, die keine Demokratie wollen. Wir leben in einer freiheitlich-demokratischen Demokratie. Wir leben in einem Sozialstaat. Das ist alles im Grundgesetz festgeschrieben. Und das müssen wir aktiv verteidigen. Und deshalb ist der Geburtstag 75 Jahre ein tolles Ereignis. 75 Jahre Stabilität, 75 Jahre Demokratie in Deutschland. Aber wir müssen das verteidigen, auch hier in Rüsselsheim. Ich bin in Gesprächen mit Oberbürgermeister Patrick Burkhardt, dass wir zusammen sozusagen eine schnelle Eingreiftruppe bilden, wenn dieses Grundgesetz in Gefahr ist. Wenn politische Aktivisten, Extremisten gegen das Grundgesetz agieren, dann müssen wir auch lokal handlungsfähig sein. Es ist schon passiert in der jüngsten Vergangenheit. Man hat sich getroffen, man hat sich versammelt. Wenn andere Feinde des Grundgesetzes aktiv werden, dass die Demokraten jenseits der parteipolitischen Unterschiede einheitlich zusammenstehen für unser Grundgesetz, für unsere Grundrechte. Deshalb nochmals ganz herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, liebes Grundgesetz. Vielen Dank, dass du so stabil bist, und vielen Dank für diese Freiheit, die wir tagtäglich erkämpfen müssen.